Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bevor ich das Video beginne, auf jeden Fall dranbleiben, denn es gibt auf jeden Fall heute eine Verlosung. Wie ihr wisst, war vor kurzem die Glow. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, wenn ihr das Video seht. Das wird wahrscheinlich etwas länger her sein, denn diese Videos habe ich um die Osterferien geplant, damit in den Osterferien jetzt mehrere Gewinnspiele online kommen. Das heißt, jeden Mittwoch und Sonntag in den Osterferien wird ein Gewinnspiel online kommen. Und zwar werde ich die DM Glowboxen für euch unboxen. Vielleicht gibt es sie schon, haben sie schon viele angeboxt, aber ich mache es trotzdem langsam und lasse mir Zeit, damit ich euch zu Ostern eine Freude machen kann. Denn ich habe die Boxen nicht nur einmal bestellt, sondern ich habe sie zweimal bestellt. Man kann sie nur einmal bestellen pro Person, aber ich habe sie dann einfach auf meinen Mann bestellt, damit ich euch eine schöne Freude machen kann. Weil ich wollte natürlich die Boxen auch selber, aber ich wollte euch auch eine Freude machen. Deswegen habe ich sie einfach mal zweimal bestellt. Pro Box hat man 10 Euro gezahlt und man hat jetzt so viel, also man hat jetzt entweder alle 4 Boxen kaufen können oder bloß eine. Aber ich muss sagen, ich fand dieses Mal wirklich alle Boxen sehr interessant und die letzten Boxen habe ich verpasst bei der Glody. Die wollte ich eigentlich auch kaufen, habe ich aber einfach total verpasst. Und dieses Mal habe ich mir extra einen Wecker gestellt, beziehungsweise ein Kalenderereignis reingestellt, damit ich es ja nicht vergesse. Und jetzt kommen wir zur ersten Box. Auf jeden Fall diesen Sonntag, nächsten Mittwoch und nächsten Sonntag einschalten. Da kommen dann die restlichen Boxen online. Aber heute kommen wir zur ersten Box. Und zwar zu der Get the Glow Coconut Box. Und die öffne ich jetzt mit euch zusammen. Also ich weiß, dass die Boxen wieder sehr schnell ausverkauft waren. Und ich glaube, die Kokos und die Pfirsich, die waren vor allem sehr schnell ausverkauft. Also ich bin froh, dass ich sie auf jeden Fall sehr schnell bestellt habe. So, so sieht das Ganze aus. Hier stehen schon die Produkte drauf. Und auch die Preise. Die werde ich dann euch auch gleich sagen. Und das erste Produkt, was schon ein bisschen rausguckt, ist einmal von EOS, der Limited Edition Pink Coconut Lip Balm. Tropical Escape Coconut Oil Infused Lip Balm. Lip Balm mit pflegendem Kokosöl. Ja, also kenne ich nicht, ist ein neuer Lip Balm. Also EOS findet ja immer was Neues, was sie machen können, aber ich sammle diese, weil die einfach total schön aussehen, die EOS Lip Balme. Ich habe schon einige und deswegen bin ich froh, dass der drin war. Und der kostet 4,95, also schon mal knappe 5 Euro. Dann haben wir als nächstes, finde ich auch mega interessant, von Alverde ein Produkt und zwar die Cremedusche Bio Kokos und ich finde das Packaging so toll. Also die haben ja seit einer Zeit lang dieses Packaging und das finde ich mega toll. Was mehr steht jetzt da nicht drauf, mit Kokosöl und Passionsblumenextrakt aus kontrolliertem biologischen Anbau. Reinigt die Haut sanft, ohne sie auszutrocknen. Finde ich cool, ich mag Kokosnuss, deswegen bin ich auch froh, dass ich die Box auf jeden Fall bekommen habe. Und dieses kostet 1,45. Dann haben wir als nächstes Hawaiian Tropic Satin Protection Sun Lotion Ultra Radiance mit SPF 30. Ist auf jeden Fall gut, passt für mich, dass ich Sonnenschutzfaktor 30 habe, weil ich bekomme sehr schnell Sonnenbrand. Ich werde nicht braun. Ihr seht es, ich bin Typ Weizenmehl 405, wie ich immer so gern sage, und ich werde eher rot als braun. Aber finde ich auf jeden Fall cool und ich kenne die Marke noch gar nicht. Also sagt mir noch gar nichts, deswegen bin ich da auf jeden Fall mega gespannt drauf, aber es sieht auf jeden Fall vom Packaging her so mega toll aus. Und das kostet 7,95, 180 ml. Das sind auch 180 ml, 7,95. Stolzer Preis, ja. Dann haben wir als nächstes, bin ich mega gespannt, von, ich weiß nicht, ist das die Marke, Extra Strange oder Damage Remedy? Ich glaube Damage Remedy. Coconut Miracle Oil Shampoo. Steht das auf Deutsch auch drauf? Warum Sie es brauchen. Entdecken Sie seidiges, weiches, natürliches Haar mit dieser cremigen, sündhaften Mischung, die mit Kokosnussöl durchtränkt ist. Verleih extra starke Feuchtigkeit. Gebrauchsanweisung: Shampoo großzügig im nassen Haar verteilen und bis in die Haarspitzen aufschäumen. Nach gründlichem Ausspülen anschließend Conditioner verwenden. Das ist ein Shampoo. Kenne ich ehrlich gesagt, also irgendwie sagt mir das Packaging was, aber ich habe das bei uns noch nie gesehen. Sieht aber auf jeden Fall mega interessant aus. Das ist eine coole Shampoo-Flasche und auch mit diesem Glitzer, ich stehe auf Glitzer, mega cool. Und dieses Shampoo kostet 7,95. Das ist teuer. Das ist echt teuer. Ja, Wahnsinn. Ein sehr teures Produkt. Also für 10 Euro die Box und was bis jetzt drin war,
ist die Box mega. Dann haben wir als nächstes, das ist was für mich, Kokosriegel Zartbitter. Ich liebe die DM Bio Kokosriegel. Also das ist jetzt zwar ein anderer, aber ich liebe diese Kokosriegel. Der ist natürlich auch vegan und den werde ich super gerne essen. Und er kostet, gucken wir, 95 Cent. Ja, also normaler Preis für diese Kokosriegel, die sind nicht sehr teuer. Ja, 95 Cent für einen Riegel ist schon viel, aber es ist halt auch bio und vegan. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. Und dann haben wir als letztes noch eine Handlotion drin. Und zwar Cozy Thailand Kokosmilch und Lotus. Das ist eine Limited Edition. Ich denke, die wird es dann die nächste Zeit geben. Balea nimmt dich mit auf eine exotische Pflegereise durch Asien. Lass dich von den exotischen Düften inspirieren und lebe deine Traumziele hautnah. Und die kostet 85 Cent. Ja, die würde ich mir jetzt auch so kaufen. Die ist nicht teuer. Also, ich habe es jetzt ausgerechnet. Die Box hat einen Wahnsinnswert von 23,90. Also für das, dass ich 10 Euro für die Box gezahlt habe und über 50% sozusagen mehr bekomme, finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Und es sind echt sehr, sehr coole Produkte. Also ich muss jetzt sagen, dass ich kein Produkt habe, mit dem ich nichts anfangen könnte. Nochmal kurz zum Durchgehen. Eine Handcreme kann man auf jeden Fall brauchen von Balea. Dann einen Kokosnussriegel, der wird morgen gleich weg sein. Dann einmal von EOS dieser Tropical Escape neue Lip Balm. Dann eine Sonnencreme, braucht man auf jeden Fall für den Sommer, von Hawaiian Topic. Dann einmal von Damage Remedy dieses Coconut Miracle Oil Shampoo. Und eben von Alverde diese Creme Dusche Bio Kokos. Also sie haben ihr Kokos-Thema auf jeden Fall eingehalten. Mega tolle Produkte. Also die Box, wenn ich eine bekommen hätte, hätte ich wahrscheinlich die bestellt. Obwohl, ich habe die anderen noch gar nicht angeboxt. Aber die ist natürlich jetzt ausgepackt. Das ist meine Box. Ich habe für euch auch eine Box. Und zwar diese hier. Die ist geschlossen. Die wird auch geschlossen bleiben. Denn diese Box werde ich an euch verlosen. Genau, ihr habt richtig gehört. Diese Box im Wert von 23,90 Euro, beziehungsweise ich habe 10 Euro dafür gezahlt, werde ich an euch verlosen mit diesen tollen Produkten. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst auf jeden Fall ein Like da lassen, auf jeden Fall abonnieren, öffentlich. Ganz wichtig, ich muss es sehen können, dass ihr mich abonniert habt, sonst gilt das nicht. Und dann schreibt mir den Hashtag Coconut in die Kommentare. Und ich will auch noch wissen von euch, welches der Produkte euch am besten gefallen hat. Welches euer Lieblingsprodukt aus der Box ist. Ja, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Das war's dann mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar da lassen und ganz wichtig, abonnieren. Abonnieren. Und dann hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.